Und Cut! Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Mördermeld! Yeah. Arbeit, Leute! They're strong. Oh, wow. Etwas vorliegen mit dem Geknutsche. Wir brauchen noch eine Szene. Ach, die Szene, die sie geschrieben hat. Ja, also das fühle ich. Die will ihre Szene noch durchkriegen. Ich glaube, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Ja, also Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte? Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Ich habe da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Hat sie ihm doch vorhin schon gesagt. Ja, das ist doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Jo. Kommst du? Ja. Bin gleich da. Oh, bin gleich da, aber er geht direkt mit. Okay. Ich dachte, Rip. Hast du was gesehen? Nein. Da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Nichts. Nichts, genau. Nur, dass Reimer einen Geist gesehen hat. Okay, ich bin nicht 5. Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir! Runter! Ah, 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 runter! Erwischt. Nicht cool, Bonnie! Finde ich schon. Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Stimmt sehr, das Shirt. Dann hänge ich hier ab und stehe euch nicht im Weg. Geschlossenes Set. Wohl nicht. Heime. Bonnie, ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Linda? Der Ball wird direkt weitergespielt. Bonnie macht, was sie sich in den Kopf setzt, oder entspannt, von mir aus kann sie dabei sein. Ja, die ist ja... Der hat uns doch eh finanziert, Leute. Let's go. Was soll's? Sie kann ruhig mitkommen. Okay, cool. Ich bin absolut unsichtbar. Tut so, als wäre ich gar nicht da. Dann Leute, die Glocken. Streicht das. Bing, bing, euch, als wäre Geist, die ist da. Aber unsichtbar. Also ihr wisst, dass ich da bin und ihr macht keine komischen Sachen. Das wäre echt eklig. Okay, bitte. Bitte nicht. Weiß nicht genau, worauf sie hinaus will, aber okay, wir machen es nicht. Drehen wir hier bloß um oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder? Pass einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und ich mag keine Ablenkungen an meinem Set. Du meinst sicher unser Set. Oh oh. Die überreizt ihre Rolle. Excuse me, darf ich bitte durch? Oh, was ist hier los? Drücke das und ich glückze, okay. Jetzt wollen sie mir hier wieder zeigen, ey, es fehlt dir immer noch eins. Okay, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr immer wieder reinschauen. Ich frage mich nur, warum man das hier immer wieder finden kann. Vielleicht bekommt man dann irgendwie immer was, wenn das voll ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es ja irgendwann herausfinden. Oh, das ist doch auch der Raum? Ja, das hatten wir doch gelesen hier, als wir im Prolog mit Sam unterwegs waren. Stimmt. Dann ist hier jetzt der Raum, wo auch die Dingens drin sein müsste, ne? Wo das mit dem Hund passiert ist, oder? Ne, halt, das mit dem Hund ist einen weiter passiert. Ach, okay, das ist der Raum? Okay, dann habe ich die... Oder die haben mehrere von diesen Plaketten. Ich dachte, das wäre der Raum, wo ich die Akte gefunden habe, wenn ich ehrlich bin. Alles okay? Ja, ich brauche die Hand hier. Nein, lieber. Ja. Nur... Nein, doch. Oh. An genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Ich hatte immer ein Bild davon im Kopf. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ist es irgendwie anders. Es wäre nice, wenn nochmal jemand an diesen Haken rankommt, ey. Ist das, wie es ist? Finde einen Drehort. Okay. Dann mal los, Leute. Wer sucht, der findet auch. Hier ist die Stelle. Hier ist er doch rangekommen, ne? Oder war das da? Dann hat er von hier, genau, von hier hat er geschossen. Ich frage mich halt nur, wo hatte sich denn... Irgendwo hatte Frank sich doch hier versteckt eigentlich auch dann. Wenn das jetzt wirklich die richtige... Genau, ich bin ja hier das Dingens hochgekommen, dann bin ich hier lang gegangen. Und hat doch irgendwo dort im Schatten, hatte er doch gelauert. Aber hier ist ja irgendwie gar nichts, wo man hätte warten können. So, das ist... Ja, das ist ja eigentlich hier... Der Drehort wäre dann ja, wenn dann da unten. Oder was wollen sie jetzt hier noch für ein Dingens machen? Man weiß es nicht. Mit wem soll ich reden? Mit Chris? Ich schau noch einmal... Hier hinten noch was ist... Soll der perfekte Drehort sein. Da ist schon wieder dieses Teil. Ich frage mich, warum das halt so oft hier zu finden ist. Keine Ahnung. Gut, dann lass weitermachen. Hier ging es doch eben, ja. Wir machen Folgendes. Jaime, Chris, ihr startet hier. Robert und ich folgen euch. Bonnie, du bleibst im Hintergrund. Mach bitte keinen Lärm, während wir drehen. Geht klar, Boss. Okay. Sie ist schon wieder unsichtbar? Ah, ne, da hinten. Sitzt sie da hinten? Ne, das ist ein Rucksack. Wo ist sie denn? Die ist schon wieder unsichtbar. Chris, bereit. Und Action. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht. Ich muss aber. Nein, gar nicht. Du weißt, das ist nicht wahr. Nun, vielleicht wäre es leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht fair. Das hat niemand gesagt. Ich habe schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht auch noch dich. Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch. Egoistisch? Ich tue das für dich. Ich tue es für unsere Eltern. Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Vertraust du mir? Ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich! Du weißt, ich muss es tun. Und cut! Linda, das war krass! Total, genau das hat uns noch gefehlt. Wie war das Licht? Es war super, danke. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch. Ah, da ist sie auch wieder. Wie war ich? Vielleicht habe ich sie eben nur übersehen. Das war perfekt. Jaime, das war perfekt. Meinst du echt? Das war alles, was wir für die Szene brauchten. Alles okay? Ja, irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. So klang ich aber bestimmt nicht. Ich weiß nicht. War ziemlich auf den Punkt. Sehe ich auch so. Oha. Wie sie shootet. Mach euch Spinner nach. Also mich machst du andauernd nach. Mich auch. Und mich seit neuestem auch. Welch eine Ehre. Leute, das hat Spaß gemacht. War das wirklich okay? Ja, fast besser als manche Filme in New York. In einem ging es echt 5 Stunden um den schlafenden Kerl. Wow. Ehrlich. Bin beeindruckt. Aber mal ganz ehrlich. Was? Dachtest du echt, ich merke nicht, was du da tust? Was tue ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens. Ich verstehe nicht. Dein Leben zum Wohle deiner Schwester und deiner Eltern zu opfern, kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen. Aber, wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie. Das hat niemand gesagt. Das hier soll Spaß machen. Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Immerhin bin ich nicht egoistisch. Egoistisch? Was ist los mit ihr? Jetzt komm mir bitte nicht so. Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran. Oha. Ich nehme sie mal mit. WTF? Ich weiß auch nicht, was da jetzt passiert ist. Also was ist dann die Vorgeschichte von denen mäßig? Hey, Bonnie, kannst du kurz mit mir rauskommen? Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, klar. Meinetwegen. Hände an die Tastatur, Grants. Ich warte nur drauf. Irgendwann muss ja mal was passieren. Oh, Leute. Irgendwann muss ja mal was passieren, also, ne? Ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen. Ich auch. Ich meine, mit dir, nicht auch mit mir. Du weißt schon. Ja. Ich finde, wir sollten das feiern. Den Moment zelebrieren. Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen. Aber der Film ist fertig. Er ist im Kasten. Aber der Schnitt. Der ist fertig, ja, aber Post-Production, das Wichtigste. Okay, klar. Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht. Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat. Davon wären die Leute sicher begeistert. Wir sollten zu dem Ort aus dem Zeitungsartikel gehen, zur Maschinenhalle. Hey, Chris. Rechtsklick zum Bereitmachen der Kamera. Heilige. Was siehst du da? Etwas Gruseliges. Schwer zu beschreiben. Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen. Achso, ja. Ziele mit Dingens. Oh, ist aber sehr... Okay. Konzentriere dich auf das seltsame Objekt zum Film. Okay. Wow. Das ist ja mal was. Oh, Mist. Was ist los? Muss an der Kurbel drehen. Moment. Drücke wiederholt R, um die Kamera vorzuspulen. Alles klar. Okay, ich film weiter. Oh. Was auch immer das war. Es wird im Film richtig super aussehen. Ich habe da gar nichts erkannt, um ehrlich zu sein. Uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Finden wir es heraus. Wie random die Frage. Schauen wir es uns an. Hab jetzt die Befürchtung, jetzt sind wir 2-3, ne? Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und beißt nicht. Nicht, wenn du sein Sohn bist. Dann tut er beides. Findest du es nicht schräg, wie besessen er von diesem Ort ist? Stimmt schon. Gut, aber er hat ja auch hier was. War schon immer. Seitdem ich denken kann. Was Krasses erlebt, ne? Klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen nächtlichen Spaziergänge ins verlassene Stahlwerk führten, wo er einen umgebracht hat. Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht hilft ihm das ja. Ganz ehrlich, ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Oh, was haben wir hier? Den Clown! Warum sind es immer Clowns? Nice. Mit dem kann ich... Oh mein Gott, da hängen... Oh. Da hängen sogar wirklich Finger dran. Das juckt sie nicht, oder wie? Dass da halt wirklich Finger dran sind. Aber diese geile Lache, ne? Crazy. Ja, die Finger haben sie nicht gestört. Reden. Was meinst du? Er ist eher wie besessen. Ziemlich schräg das Ganze. Ah, okay, das musst du näher erklären. Vielleicht war das seine Art, mit dem Stress und der Schuld klarzukommen, aber er hat begonnen, über diverse unkonventionelle Philosophien zu recherchieren. Unkonventionell. Brauchen wir einen Schlüssel wieder? Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein, nein. Du meinst doch nicht so okkulten Kram. Hey, ich hätte nichts sagen sollen. Hast du aber... Ich will euch nichts Falsches in den Kopf setzen. Mein Dad ist voll in Ordnung. Basta. Sicher. Hat der den Clown da hingelegt? Sei ehrlich. Du meinst, Mann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir hier den Schlüssel irgendwo finden sollen. Vor allem, der sah jetzt auch, das Schloss sah jetzt irgendwie nicht so wirklich abgeranzt aus oder so, ne? Das sah jetzt nicht so, als ob das irgendwie schon länger dran wäre. Oh, achso, ich war zu nah dran. Moment mal, Leute, das ist es. Das ist die Maschinenhalle. War das da, wo er im Intro gesessen hatte? Heilige Scheiße. Tatsächlich. Mann, Chris, du weißt echt, wie man das coolste Zeug findet. Auf jeden. Super, Chris. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ja. Ja. Glaubst du, wir finden was, das die Polizei übersehen hat? Die sind doch ziemlich gründlich. Nicht immer genug. Sieh doch nur. Der Zug? Ja. Ja, in dem Artikel. Das ist die Notbesetzung. Wir arbeiten alle für 3. Ich bin der Einzige, der noch weiß, wie man manche Maschinen bedient. Das Walzwerk, die Schneiden, das Gütertransportsystem, sagt Frank Stone. Mm. Wenn nur noch Frank wusste, wie das Gütertransportsystem funktioniert und das hier immer noch hängt, wurde es bestimmt nicht durchsucht. Nicht gründlich. Ah, macht Sinn. Ich glaube nicht, dass da Leichen drin sind. Kann aber nicht schaden, nachzusehen, oder? Falls man da überhaupt draufkommt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt Leichen finden wollen würde, wenn ich ehrlich bin. Es muss einen Weg da hochgehen. Na, jetzt sind wir wieder als er hier unterwegs. Ist das jetzt der Raum, wo... Nee, auch nicht. Okay. Wo er hier gehockt hat, dachte ich irgendwie. Und dann war doch am Rand noch irgendwie ein Raum. Aber es sieht nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Wie das aus diesem Intro, wo man gesehen hat, wo der Hund so lang gelaufen ist, wenn ihr euch erinnert. Hast du was gefunden? Kann nichts schaden. Das wahrscheinlich sollte die Tür öffnen, oder? Ja, aber kein Strom. Lang. Wie wir sehen, sehen wir aber nichts. Da komme ich auch nicht rum. Da müssen wir nochmal ganz hinten rumlaufen. Jetzt hier einmal auf die andere Seite kommen. Schauen, was da denn zu finden ist. Sie nahm, was Robert gefunden hat. Ein Generator. Ach, wie gut. Wie nice. Kaputt? Scheint so, ja. Lass mich mal sehen. Lass mal einen Profi ran. Hab da schon ein paar Spielstunden in M1-Simulator. Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Klar. Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Oh, naja, es ist Chris' Film. Sie entscheidet, wer mitmacht. Ja, aber ich meine, ihr wisst, ich bin auch ein großer Horrorfan. Ich hätte euch von Anfang an helfen können. Oh, es ist nicht... das war nicht, Nicht was? Wir drehen einen Horrorfilm, ja, aber... Naja, es ging darum, dass ich und meine Freundin und meine beste Freundin was zusammen machen. Hm. Okay. Nur wir drei. Also, du bist das vierte Rad am Wagen. Am fünften eigentlich. Bin ich einfach im Weg, ja? Im Weg? Hä? Übrigens viel Zeit mit meiner Frau. Oh, nee. Ich würde eher das hier sagen, weil er wollte ja auch vorhin eigentlich mit ihr schon irgendwie was machen. Okay, es ist so. Ich habe die ganze Nacht versucht, ein paar Minuten allein mit Chris zu reden. Und das war nicht einfach. Du bist doch bloß genervt, weil Chris nicht mit dir abhauen und rummachen will. In dem Unterschlupf des Mannes, der mich fast zur Waise gemacht hätte. Das habe ich nicht gesagt. Ich kann nichts dafür, dass sie mehr an die Arbeit denkt als an dich, Mann. Oh, jetzt hör doch auf. Was geht, Party People? Die Tür da drüben. Warum will der Twist auf einmal? Läuft der Generator? Nein, der ist leider komplett hinüber. Ich kriege ihn wieder hin. Muss nur ein paar Teile zusammensuchen, dann schnurrt er wieder. Dann suchen wir doch mal. Okay, für den nötigen Teil, um den Generator zu reparieren. Da stand eben noch dran. Was steht da? Ist man so eine Schutzbrille? Okay, wenn man die... Ja. Ich brauche eine Schutzbrille. Sonst darf ich diese Maschine leider nicht bedienen. Okay, wir brauchen 2 Teile. Oh, was liegt da? Könnte für den Generator passen. Ich? So eine random Schraube? Okay. Ja, das war tatsächlich eins der Teile. Vielleicht hier unten. Ich habe keine Ahnung, woher er weiß, dass... er den reparieren kann oder generell, dass er das meint, reparieren zu können. Aber hey, er wird schon seine Gründe haben. Konnte ich hier eigentlich rein? Habe ich das abgecheckt? Ich muss ein paar Teile finden. Nee. Ach ja, alle Türen immer verschlossen, ne? Vielleicht hier vorne auf dem Tisch. Okay, lass mich raten. Exit. Ah, geht eh nicht. Machine Shop. Ah, hier liegt noch was. Könnte mit dem Generator helfen. Oh. Ja, sieht so aus wie irgendwas, was in den Generator reinkommt. Let's go. Kann ich jetzt mit ihr reden? Ja. Was gefunden? Wir brauchen immer noch Saft für die Tür, damit sie aufgeht. Was macht der Generator? So gut wie fertig. Ist schon fast repariert. Meinst du, der ganze Aufwand lohnt sich? Klar, warum fragst du das? Siehst du das große Rolltor da? Ja. Dadurch kommen wir direkt nach draußen. Was, jetzt gleich? Ja, warum nicht? Ich gehe nirgendwo hin, bevor ich mir das nicht besser angesehen habe. Ich weiß echt nicht, wie wir da hochkommen sollen. Siehst du den Waggon? Ja. Wenn wir da reinkämen und dann obendrauf, da ist so eine Art Geländer. Ein Gerüst. Ja, es geht direkt rüber zu dem Güterwaggon. Ja, der hängt doch darauf 7:30. Wo hängt dieser... Wo, also... Hängt der oben an einem Kran quasi? Oder woran hängt der eigentlich? Na gut, wir sollen den Generator reparieren, Leute. Dann machen wir das jetzt. Aber... Keep from under crane loads. Aber der Kran, das ist ja auch voll in die Wand reingecrashed. Hängt das da überhaupt noch richtig drin, ey? Oh, die macht doch einen Abgang oder so. Naja gut, komm, wir reparieren den Generator. Während du die linke Maustaste drückst, um den Generator zu reparieren, erscheinen Fähigkeitschecks. Drücke linke Maustaste, wenn der Zeiger über der Erfolgszone ist. Wenn du den gefüllten Bereich erwischt, bekommst du Bonusfortschritt. Wenn du die Erfolgszone jedoch verfehlst, verlierst du einen Teil des Reparaturfortschritts. Okay, innovatives Gameplay, muss man sagen. Dann mal los. Kling. Kling, verdammt. Oh, der war aber klein auch. Ich will nochmal einen großartigen. Ah, ein bisschen früher. Oh, das war knapp. Okay, wir legen direkt weiter los. Mann, das gibt's doch nicht. Hat er? Ne, der war nicht großartig, oder? Ah, na egal, wir haben's ja geschafft. Alle Dinger getroffen. Einen großartigen, glaube ich, nur wenn ich es richtig gesehen habe. Danke. Und wir haben Licht, Leute. Damit lässt sich doch arbeiten. Öffne die elektrisch verriegelte Tür. Dann mal los. Den Knopf gedrückt haben wir ja schon mal. Der Gen, Leute. Schön. Ja, jetzt, komm, let's go. Geht sicher auch die Tür auf. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Er ist irgendwie so wild. Eigentlich will er weg, aber irgendwie ist er trotzdem so... Also jetzt hört er sich auch so begeistert an. So, ja, let's go. Oh, das kann ich schieben. Vielleicht gibt's noch einen anderen Eingang. Kann man da rüber wahrscheinlich, wa? Rauf? Nö. Ach, wow, okay. Oh oh, Freunde. Was ist das da für ein Sicherheitszeichen? Keine Ahnung. Wo müssen wir hoch? Hier, okay. Ich will halt nicht zerhackstückelt werden. War ja eine der Sorgen, die wir von Anfang an schon hatten. Hier direkt. Okay, nee, das ist einfach nur so ein Zwischending, scheinbar. Ich dachte erst, das wäre irgend so ein Belüftungssystem oder sowas. Dass ich wie ein Waschbär durch die Dachschächte krieche. Aber hat doch geklappt alles. Liegt hier noch was? Wenn ich schon mal hier bin. Nicht so aus, ne? Nicht, dass wir irgendwie so ein Killer-Add-on wieder übersehen. Okay, was haben wir denn hier? Wieder diese Kiste, das gibt's nicht. Wie häufig ist die hier am Start? Es muss ja irgendeinen Sinn haben. So oft, wie man die hier immer wieder sieht. Was habe ich hier noch? Passt du rein, kleiner Schlüssel. Wir wissen doch schon, wo der reinpasst. Den müssen wir mitnehmen. Ach, schließe den Waggon mit dem Schlüssel. Ach, okay. Ich dachte, das wäre der Schlüssel im anderen Raum drüben. Milady? Was gefunden? Yep. Da ist ein Etikett drauf. F. Stone. Ach du Scheiße. Meinst du? Das könnte eine echte Spur von Frank Stone sein. Oh Mann. Vielleicht ist es auch Friedrich Stone, wer weiß. Okay, wie wollte ich jetzt da hochkommen? Nehmen wir doch mal den Schlüssel beim Waggon. Die Leiter da, oder was war der Plan, ne? Robert, du gehst vor. Mach mal Räuberleiter hier. Oder wie wollte ich da? Oder meinte sie den hier? Soll ich bei dem probieren? Ah ja, da ist auch so ein Tuch. Hier kann ich jetzt hoch. Ach, guck mal, da leuchtet's doch auch schon wieder. Dann wollen wir mal. Aber das ist doch das Schloss. Ich frage mich, ob ich jetzt auch hätte zurückgehen können. Das sah vom Schloss her wirklich so aus wie das andere Schloss, wenn ich ehrlich bin. Wieso guckt er da so besorgniserregend hin? Ist das schon wieder Nebel, der vom Dach her so reinwabert? Ich hoffe nicht. Oh, wir müssen nach oben. Weil jemand dunklen Nebel sieht, der sich nähert, Leute, dann schreit bitte. Dann sollten wir nämlich zusehen, dass wir Fersengeld geben. Genug. Man sollte nur so an diesem Millimeter springen, weißt du? Lauf mal lieber nicht, sonst falle ich gleich wieder runter. Und zack, er läuft. Schon Nebel hier? Nee. Ich habe Angst vor dem Entitus. Wenn wir hier jetzt weitermachen, Leute, geht's weiter. Es gibt kein Zurück. Ich gehe vor. Ich zuerst. Ganz einfach. 1, 2, 3. Tja, wenn das so einfach ist. Ja, der hängt da halt so auf halb. Das gibt's doch nicht. Jut! Oh. Puh, danke. Da habe ich lieber auf Sicherheit gespielt. Nicht, dass ich zu früh drücke. Ich hätte das nur ungern deinem Dad verklickert. Das wäre ein noch unangenehmeres Ende gewesen. Imagine, so, stimmt, ey. Wenn dem hier was passiert, Alter, sind wir alle komplett fällig, ne? Direkt durch die Wand. Oh. Eine Hand. Oh, was zur Hölle? Oh, Scheiße. Verdammt. Ist das ein... Ja. Und es hat Freunde. Oh. Okay, das ist mal ein Sammelsorium. Das ist Wahnsinn. Als ob das niemand bemerkt hätte. Come on, erkunde das Versteck. Okay, was liegt hier? Notebook. Notizbuch des Maschinenschlossers. Stahlwerk Cedar Hills. Maschinenhalle und Reparaturen. Schauen wir es uns mal genauer an. Wer sind die anderen Leute? Feel every blow. Parker D. Nein, will nah ran. Jeden Schlag spüren, ihre Schreie hören. Hessler I. Diesmal aber richtig. Bessere Kontrolle. Für den Hals kleine Schnitte sauber halten. Ihre Angst schmecken. Ein Wesen, geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein. Nicht, was ich nachts sehe. Schrecken verbreiten, schneiden und richten. Okay, wild. Jetzt habe ich mir die Waffen nicht alle ganz genau angeschaut. Eine Luke. Eine Luke. Ach, Mann, ey. Hat sich da noch? Ach, die Hand. Hat sich gelöst. Junge, aber der hat hier wirklich viel. Die Polizei hat das anscheinend nie mit Stone in Verbindung gebracht. Oh, krass. Die Polizei geht im Fall Calhoun und Freundin vom Mord aus. Montag, 17. September 62. Nachdem mehrere Tage gut gemutmaßt und spekuliert wurde, gab Sheriff Lloyd Kusic gestern Abend bekannt, dass die Polizei in dem Fall von George Calhoun und Joyce Barton, die tot bei Hawking Point aufgefunden wurden, von einem Doppelmord ausgeht. George Calhoun, Sohn des Besitzers einer beliebten Drogerie in Cedar Hills, William Calhoun und seine Freundin Joyce Barton starben infolge eines Autounfalls, bei dem das Fahrzeug in Flammen aufging. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende mit Hochdruck an dem Fall gearbeitet und kann nun mit Sicherheit sagen, dass Calhouns Wagen geparkt gewesen ist, bevor er von der Straße abkam, weshalb sie von Fremdeinwirkung ausgehen. Als Sheriff Kusic die Nachricht bekam, versicherte er den Einwohnern, dass der oder die Täter schon bald identifiziert und gestellt werden würden. William Calhoun hat unabhängig von den Ermittlern jeden des Sheriffs eine Belohnung von 1000 US-Dollar für jegliche Hinweise ausgesetzt und zur Festnahme von Verdächtigen führen. Der Schock über die Nachricht dieser Ermordung sitzt bei allen Bewohnern unserer friedlichen Stadt tief. Vor allem, weil erst im Juli die verwitwete Dorothy Clay getötet worden war. Damals wurde der Täter, Frau Clays Neffe Alvin, bereits nach kurzer Zeit von Sheriff Kusic gestellt und festgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch dieser Fall schnell klären und dem Verantwortlichen Gerechtigkeit widerfahren wird. Ist halt die Frage, ob das überhaupt dann wirklich auch der Neffe gewesen ist, ne? Okay, crazy. Mit der Bodenluke kann ich aber nichts machen, oder wie? Nee. Schade, ich wüsste schon gerne, wo die hinführt. Gut, dann bleibt uns jetzt nur übrig, das hier zu nehmen. Aber was habe ich da jetzt? Was ist? Oh! Verdammt! Sie war wohl eins von Stones Opfern. Sie wurde nie gefunden. Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Ach, das fällt ihm jetzt auf. Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Ja, eben. Imagine, wow. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Nicht alleine gehen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt den Sheriff nicht holen. Ich mein's ernst, wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert! Lass mich, Mann! Warte! Worauf denn? Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Ist doch ewig her. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade... Na gut, wenn das der Frank Stone war... Willst du das wirklich? Der ist ja eh RIP. Aber der Film hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Er sollte zum Sheriff. Wir haben, was wir brauchen. Aber... Geh. Nur rührt hier bitte nichts mehr an, okay? Warum geht er denn jetzt alleine? Und wo landet er jetzt? Die viel wichtigere Frage. Wo führt die Luke hin? Wir sollten von hier verschwinden. Auf dich umzusehen und geh. Ich hoffe nicht, dass er alleine geht. Wir müssen los. Er ist wirklich schon weg. Lol, sie hat die Hand genommen. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Schockiert. Das kannst du doch nicht bewegen. Beklommen. Ist es eine gute Idee, das zu bewegen? Die Übersetzung ist halt schon wieder wild, ne? Meinst du, das zu bewegen ist eine gute Idee? Ich brauche unbedingt eine Aufnahme davon. Ja, aber das ist... Beweismaterial. Niemand kann beweisen, dass wir das vor dem Dreh wussten. Glaubhafte Bestreitbarkeit. Ich glaube, das meint was anderes. Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Für mich ist das nicht cool. Okay, alles klar. Ist dir egal, wie es mir geht? Natürlich ist es mir nicht egal. Dann vergiss bitte einfach diese Aufnahme und lass uns runtergehen und warten, bis Robert und sein Vater zurück sind. Ich weiß, du bist sauer, aber ich kann nicht fassen, dass du das von mir verlangst. Das ist so wichtig. Also wichtiger als ich? Als wir? Hör mal. Ich habe angefangen, dich zu daten, weil wir Spaß zusammen hatten und dieser Film echt Spaß gemacht hat. Aber das hier macht keinen Spaß mehr. Oha, wild. Also, was meinst du damit? Ich will sagen, wenn wir keinen Spaß mehr haben, dann sollten wir vielleicht keine Beziehung mehr führen. Das war wild. Also ich glaube schon, dass der... schon hoffnungsvoll reagieren würde, oder? Ich will, dass unsere Beziehung funktioniert. Ich meine... Also man muss ja mal so sagen, ne? Wenn die Beziehung jetzt daran scheitert, ob diese scheiß Aufnahme da jetzt gemacht wird oder nicht, brauchen wir, glaube ich, eh nicht drüber diskutieren, was für eine Beziehung die beiden führen, aber hey. Aber das hat auch irgendwie so einen wilden Twist auf einmal genommen, so schnell. Das war zuletzt nicht so einfach. Tut mir leid, wenn ich etwas ängstlich war und so, aber ich will, dass unsere Beziehung funktioniert, weißt du? Ich weiß, das geht. Und warten wir draußen? Geh schon. Ich komme gleich nach. Versprochen. Mach mich nicht eifersüchtig auf eine abgetrennte Hand. Ha. Sollte ich das denn tun? Ja, aber er wartet jetzt schon, oder? Es wäre halt so stumpf, wenn er jetzt geht. Was hat die Alte uns da verkauft, doch? Weiß nicht. So it begins. Hat er sich schon Robert da gesnackt irgendwo? Nee, scheinbar nicht. Halt drauf! Ah ja, da war ja was. Oh Gott. Hand an die Maus. Was ist los? Was kannst du sehen? Was ist das für ein wildes Portal? Hilf ihr doch! Mach doch die Tür zu da von der Seite. Schaffst du? Oh Gott. Helfen! Let's go! Halt durch! Ich komme! Ach du Scheiße, da konnte ja niemand mit rechnen, ey. Das war ein fucking Geist. Und so schnell geht's, Leute. -1. Eieiei, machst du nix. Aber ich bin ganz ehrlich, nach diesem ganzen Hin und Her eben hätte ich auf jeden Fall helfen gehen müssen. Ansonsten, ganz ehrlich, er wollte jetzt die Beziehung noch weiterführen und dann haut er im ersten Moment wieder ab. Hätte halt irgendwie nicht gepasst. Naja, jetzt ist er tot, Leute. Ich hoffe, die Runde hat euch ja trotzdem gefallen, beziehungsweise die Folge hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön an die Jugendhilfe für den Support, Leute. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oh Gott, jetzt geht's richtig los, ey. Haut rein. Ciao, ciao.